The Special One hat wieder zugeschlagen. José Mourinho hat erklärt, was ihm das Leben bei seinem letzten Club Manchester United so schwer gemacht hat und dabei seine Trainerkollegen Jürgen Klopp und Pep Guardiola attackiert. Bildergalerie: Die Karriere von José Mourinho. 26 Bilder. Insbesondere der deutsche Coach des FC Liverpool bekam sein Fett weg. Jürgen ist in dem Verein und gewinnt seit 3,5 Jahren absolut nichts. Und der Club hat noch das Vertrauen, die Zuversicht und die Mittel, an ihm festzuhalten, sagte der Portugiese am Mittwochabend in der ersten Halbzeit der Partie in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Liverpool, 3:0, die er für den TV-Sender Bein Sports als Experte begleitete. Diese Saison haben sie die große Chance, es zu schaffen. Es wäre das erste Mal, dass sie eine Trophäe gewinnen, ergänzte Mourinho. Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Clubs bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Mourinho neidisch auf Klopp und Guardiola. Der 56-Jährige wünscht sich deshalb bei seinem nächsten Trainerjob ebenfalls bei einem Verein unterzukommen, der ihm ähnliche Möglichkeiten bietet wie Liverpool oder Guardiolas Manchester City. Meistgelesene Artikel: Fußball, Champions League: Klopps Versprechen ist in Gefahr. Fußball, Bundesliga: Alarm schnürt Deal mit Aldi. Fußball, Champions League: Mourinho ätzt gegen titellosen Klopp. Fußball, Regionalliga: Der Mythos Waldhof Mannheim lebt. Fußball, Champions League: Messi verteidigt Coutinho nach Pfiffen. Ich würde gerne zu einem Club gehen, der mir Konditionen bietet, die beispielsweise Jürgen und Pep genießen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, mit welcher Mannschaft Liverpool heute angefangen hat, wie viele Spieler waren schon da, bevor er, Klopp, Anmerkung, die Red, dort angefangen hat? Und als Pep mit seinen 4 Verteidigern nicht zufrieden war, hat er im selben Sommer 4 neu gekauft, die ihm gefallen haben, fügte Mourinho hinzu, und als er Claudio Bravo gekauft hatte, war er nicht glücklich mit Bravo und hat für die nächste Saison Ederson gekauft. Ein Grund für seine Entlassung bei Man United Ende 2018 waren Differenzen mit der Vereinsführung hinsichtlich der Transferplanung. Seiner Meinung nach wurden zu wenige seiner Spielerwünsche erfüllt. Let's block it's why.